Kurz informiert bei Heise Online mit Isabel Grünewald. Der vergangene Monat war nach Messungen der US-Klimabehörde NOAA weltweit der wärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen habe um 0,97 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 15 Grad Celsius gelegen. Auch Europa erlebte mit einer Temperaturabweichung von plus 2,33 Grad Celsius seinen wärmsten September. Betrachtet man das gesamte Jahr, lag die globale Land- und Ozeanoberflächentemperatur in den bisherigen 9 Monaten 1,02 Grad Celsius über dem Durchschnitt und war die zweithöchste in 141 Jahren. Der File-Hosting-Dienst Dropbox will künftig seine gesamte Büroarbeit auch nach einem etwaigen Ende der Corona-Pandemie im Homeoffice belassen. Die derzeit eingeführte Heimarbeitsregelung werde weltweit für alle 3000 Dropbox-Mitarbeiter bis Juni 2021 weitergeführt, teilte das Unternehmen mit. Sobald es die Lage wieder zulasse und lokale Zusammenarbeit nötig werde, sollen Dropbox Studios in den größten Büros wie San Francisco, Seattle, Austin und Dublin eingeführt werden, die dann als Treffpunkt fungieren. Auch in Deutschland sind Unternehmen wie SAP bis Frühjahr nächsten Jahres noch im Homeoffice. Die US-Regierung hat im festgefahrenen Streit um das Schicksal der Video-App TikTok in den USA ihre harte Position bekräftigt. Der Präsident hat festgelegt, dass es nur zwei Ergebnisse geben kann. Entweder wird es eine amerikanische Firma oder sie wird dicht gemacht, sagte Finanzminister Steven Mnuchin im TV-Sender Fox Business. Gemäß einer Anordnung des Handelsministeriums droht zum 12. November das Aus für die App in den USA, weil ByteDance sie dann nicht mehr in dem Land weiterbetreiben dürfte. Die US-Regierung versucht auch den derzeit ausgesetzten Downloadstopp mit einer Berufung wieder zu kippen. Twitter möchte Tweets löschen, die den Holocaust leugnen oder andere Völkermorde. Das hat das Unternehmen jetzt bestätigt. Eine formelle Änderung der Twitter-Regeln gibt es dazu nicht. Vielmehr handelt es sich um eine Auslegung der bereits bestehenden Richtlinie zu hassschürendem Verhalten. Damit geht Twitter weiter als Facebook. Eine Nachfrage Heise Onlines hatte ergeben, dass sich Facebooks Verbot ausdrücklich nur gegen Lügen über den gegen Juden gerichteten Holocaust richtet. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.